Guten Morgen, liebe Sorgen, und herzlich willkommen hier bei einem weiteren Tag Trainieren mit. Vielleicht habt ihr den Ort erkannt. Der Trainer selbst ist noch nicht da. Ich bin überpünktlich oder eher zu spät, wie auch immer. Aber da ich mich hier Gott sei Dank schon so ein bisschen auskenne, werde ich jetzt mal starten und meine zwei Reitpferde, die auch hier im Traberstall ihr Zuhause haben, rausbringen auf den Paddock. Guten Morgen, Morgen, Herr Trainer. Ja. Ich habe mich ja gerade hier zurechtgefunden, weil ich mich hier auskenne. Achso, Corona. Hast du gut geschlafen? Ja, sicher. Nee, ich komme ja immer ein bisschen später, weil ich Nadine abholen muss vom Bahnhof. Deswegen. Ach, nein. Ja, dann würde ich sagen, weiter die Pferde rausbringen, oder? Ja, natürlich. Genau. Umgezogen und dann geht's los. Ja, Lola. Jetzt noch ein Pferd rauslassen, bringe ich erstmal Heu auf die Weiden wieder. Das müssen wir nicht jeden Tag machen, aber bestimmt zweimal die Woche. Solange wie die Pferde halt an dem Heu draußen mümmeln. Brauchen ja immer was zu fressen, die Pferde. Ja, also nachdem wir halt die Pferde rausgebracht haben, machen wir dann die Boxen, damit dann, wenn die Pferde nachher dann wieder reinkommen, sie dann auch wieder ein sauberes Bett sozusagen haben. Ja, während du dich mit deiner Technik beschäftigt hast und Drohnen hast fliegen lassen, haben wir die erste Gruppe gearbeitet. Waren zwei Zweijährige, Windbreaker PS, er ist schon qualifiziert, und His Highness S hinten. Ja, hat mir gut gefallen, waren beide fleißig dabei und jetzt geht's zum Duschen. Ja, jetzt haben wir den ersten kleinen Schwung bewältigt, haben die Boxen gereinigt, die Pferde rausgebracht und die erste Gruppe gefahren. Ja, und jetzt folgt die liebste Zeit des Tages von Emma, die Mahlzeit. Essen! So, und jetzt sehen wir die Person, die jeden Tag pünktlich zum Frühstück kommt. Morgen zusammen. Tobi! Gibt's Kaffee? Tobi ist die gute Seele von uns, Manager, Freund. Und komm rein. Immer nur zum Frühstück da. Stimmt, Begleiter.
Dein Kind und nimm dein Kind mit! Dein Kind lässt er auch. Okay. So, jetzt sitzen wir so in trauter Runde, dann stell doch mal dein Team vor, Viktor. Ja, ich wusste gar nicht, dass es so schwierig ist, das Team vorzustellen, aber nun der dritte Versuch. Also, zu meiner Linken, Caro, meine Freundin, verbringt jede freie Sekunde hier im Stall. Sie ist halt Studentin, da hat man natürlich bekanntermaßen viel Zeit. Dann eben Cynthia. Ja, sie kennt man auf der Bahn, ist selber auch Fahrerin und kümmert sich um das Leib und Wohl der Pferde. Zu meiner Rechten Nadine. Sie hilft hier öfter aus, geht ihrem Hobby nach und ja, unterstützt immer dann, wenn hier mal ein Krankheitsfall ist, so wie heute zum Beispiel. Basti fehlt nämlich und da unterstützt sie unser Team sehr tatkräftig. Und zu deiner Rechten ist die Emma, die verbringt auch viel Zeit hier und nimmt viel mit. Hat immer gute Laune, ja. Tobi Holle, den wir vorhin auch gesehen haben im Video, ist auch Teil des Teams und aber im Augenblick in Kinderurlaub. Also er ist nicht ganz so viel einzusetzen im Moment. 3 Stunden später. Ja, nach dem Mahl werden wir jetzt uns mit der zweiten Gruppe beschäftigen. Und da werden wir uns aufteilen. 3 Pferde werden schnell gehen und 2 Pferde werden ruhig joggen. Genau. Wir werden auf der Schnellfahrgerade fahren, die ist 750 Meter lang und werden 8 Intervalle a 500 Meter fahren, jeweils mit steigerndem Tempo. Sehr zufrieden, eine relativ ruhige Intervallarbeit. Nur die letzte Gerade sind wir ein bisschen schneller gefahren und ja. Also, während die anderen die Startpferde fahren, kümmere ich mich um die Jährlinge mit ganz viel Ruhe und Zeit. Es ist eben wichtig, dass sie vernünftig an Geschirr und Zaum gewöhnt werden, an die Lenkung. Wen hattest du? Ich hatte den Hoxted. Eine Ehre war mir das. Und du bist dein eigenes Pferd gefahren. Genau, ich bin in Solaia gefahren und wir waren in unserer Waldgeraden und haben 500 Meter Intervallgeraden gemacht. Und das war eine sehr gute Arbeit von allen dreien. Also von uns dreien. Von den Pferden natürlich, klar. Genau. Jetzt beendet. Die Pferde sind auch schon fast alle wieder im Stall und jetzt haben die natürlich ordentlich Hunger. Ich auch schon wieder, aber erstmal die Vierbeiner versorgen und ich sehe da hinten, es sind ja schon am Füttern und da werde ich jetzt mal nachschauen, was heute auf dem Programm steht. Was ist im Menü enthalten? Erkläre. Als Grundfutter haben wir hier Hafer und unser Mischfutter, Müsli. Mhm. Und dazu gibt es morgens auch noch Luzerne. Super, das sieht auf jeden Fall lecker aus. Riecht gut übrigens, Geruchsfernsehen ist ja noch nicht. Und dann macht ihr da den Eimer und stellt es vor die Box. Genau, wir haben hier abends Eimer und morgens Eimer und wir stellen das vor die Box, weil bei uns gefüttert wird. Nur mittags nicht, das müssen wir machen, aber ist eine
sehr gute Arbeitserleichterung. Ja, das glaube ich. Na, dann schaue ich dir mal zu. Und das war's. Ja, wir sind jetzt fertig mit der Arbeit, jetzt geht's weiter, jetzt kommt das Vergnügen. Wir putzen ein bisschen die Pferde, striegeln, kratzen die Hufe aus, gucken, ob es irgendwelche Verletzungen von der Wiese gibt. Und danach wird noch ein bisschen Physio gemacht und die Pferde werden gestretched. Ja. Lass mich hinten. Ja, Victor, mein Pflichtteil ist vorüber, würde ich sagen. Ja, war auf jeden Fall ein cooler Tag, war sehr aufregend, dass ihr das alles mal aufgenommen habt. Und ja, vielen Dank dafür. Oder was heißt vielen Dank? Aber finde ich mal schön für den Trabrennsport, das ist wichtig. Und dass man auch mal die Einblicke hinter die Kulissen kriegt. Und ja. Jetzt wissen super. Alle, wie es hier abgeht in dem Hühnerstall. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß und beim nächsten Eintag trainieren mit gibt es neue Einblicke. Ciao.